Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und zwar hat Apple ganz spontan bekannt gegeben, dass nächste Woche am 10. November einfach mal wieder ein Apple-Event stattfindet. Ja, an dieses monatliche Apple-Event, daran könnte ich mich auf jeden Fall gewöhnen. Und zwar trägt dieses Special-Event den Namen One More Thing. Und das ist ja immer so ein Name aus der Vergangenheit. Die stehen immer für etwas ganz Besonderes. Das war damals zum Beispiel zuletzt, glaube ich, das iPhone 10. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was sonst noch unter One More Thing von Apple vorgestellt wurde. Das waren immer ganz besondere Sachen. Also ich bin auf jeden Fall wirklich sehr gespannt auf das Event. Aber ich würde sagen, schauen wir uns kurz nochmal die Einladung etwas genauer an. Wir haben natürlich ganz in der Mitte prägnant das Apple-Logo, darunter One More Thing und wann das Ganze stattfindet. Aber es gibt hier noch ein paar Farben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wofür diese Farben genau stehen können. Normalerweise denkt Apple sich ja immer etwas bei diesen Einladungen. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare einfach rein, wofür denkt ihr, könnten diese Farben stehen? Haben sie eine besondere Bedeutung oder sind das einfach nur willkürlich irgendwelche Farben? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sehen wir dann nächste Woche auf dem Event? Hier gibt es natürlich schon einige Gerüchte, was wir einfach dann sehen werden. Und zwar die Apple Silicon Macs. Da haben wir ja in der Vergangenheit schon viel drüber gesprochen, beziehungsweise auf der WWDC wurde darüber auch sehr ausgiebig gesprochen. Und ja, jetzt wird es wahrscheinlich Realität, dass wir dann hier die ersten Apple Silicon Macs sehen werden. Wahrscheinlich an MacBook Air oder auch an MacBook Pro. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Aber ich denke, zu Apple Silicon werden wir auf jeden Fall etwas sehen nächste Woche. Aber was gibt es denn sonst noch? Ich denke auch, dass wir hier vielleicht ein neues iPad Pro sehen werden. Oder sehr viel diskutiert wurden ja auch die AirPods Studio. Da hat ja John Prosser schon wirklich sehr viel drüber gesprochen. Also diese Over-Ear-Kopfhörer von Apple oder auch die AirTags. Das sind ja diese kleinen Gadgets, mit denen man etwas finden kann. Eine Tasche, Schlüssel, was auch immer. Vielleicht sehen wir ja etwas zu diesen Produkten, wobei in letzter Zeit die Gerüchte hierum auch eher leiser geworden sind. Oder vielleicht sehen wir auch etwas komplett Neues, was wir noch gar nicht kennen. Ein komplett neues Produkt, vielleicht Apple Glasses. Na, das ist einfach noch zu früh, denke ich. Da gibt es ja auch schon ein paar Gerüchte. Aber falls ihr etwas vermutet, was kommen könnte, One More Thing, das ist ja immer so ein, ja, ich weiß nicht, etwas Besonderes, dann schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche Montag, was wir da sehen werden. Und Apple Silicon ist auf jeden Fall ein äußerst interessantes Thema. Ich plane dazu auf jeden Fall auch noch ein Video, wenn halt die Produkte dann auf dem Markt sind, um einfach nochmal so ein bisschen darüber zu sprechen. Aber ansonsten, was werden wir sehen? Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Wir können gerne so ein bisschen diskutieren und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.